Ein Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 1. Ja, wenn letzten Part nicht gesehen hat, sollte das natürlich machen. Wir sprechen auf jeden Fall jetzt mal mit den Leuten hier, denn nach dem Angriff möchte ich doch jetzt mal wissen, wie es denn so geht. So, Lambert. Ach nee. Was braucht ihr? Mit dir kann ich ja nicht sprechen. Wir sehen uns später. Also, beziehungsweise schon, aber wir haben ja mit dem schon gesprochen. Wie kann ich helfen? Genau, mit dem wollten wir ja sprechen. Was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Okay, das brauche ich alles nicht. Ihr scheint euch hier zu Hause zu fühlen. Okay, fangen wir ihr damit an. Ihr scheint euch hier zu Hause zu fühlen. Nun, ich habe die Waffenkammer stets dem Alchemielabor vorgezogen. Wesemir ist keineswegs ein Experte, auch wenn er die Bedeutung von Tränken andauernd betont. Im Grunde hat er immer Schwertkampf unterrichtet. Trotzdem versucht er, uns alles beizubringen, was er in seiner Jugend gelernt hat. Und das liegt schon einige Zeit zurück. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel übrig für all die Pülverchen, Pilze und den ganzen anderen Kram. Oh, die können aber ganz effektiv sein. Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Okay, glaubt ihr wirklich, dass Triss nie... Glaubt ihr wirklich, dass Triss nie ihre Magie eingesetzt hat, um einen Blick hineinzuwerfen? Und jetzt habe ich einen kleinen Fehler. Im Hintergrund läuft noch Shax & Fidget. Das habe ich vergessen auszumachen. Für euch getan. Ich vertraue ihr. Warum habt ihr ihr dann das Labor nicht gezeigt? Triss würde unsere Geheimnisse bestimmt gern nutzen, um Leute zu heilen und so. Ich bin mir sicher, dass sie es versuchen würde. Aber so einfach ist das nie. Habt ihr jemals von dem Gnom Alfred Nabel gehört? Eskel, ich habe eine Amnesie. Wie die meisten seiner Rasse war er ein überragender Erfinder. Nach Jahren der Forschung entdeckte er eine erstaunliche Substanz. Er wollte sie in Minen und Steinbrüchen einsetzen. Obwohl er ein Genie war, hat er übersehen, dass es noch andere Verwendungsmöglichkeiten für seine Erfindung geben könnte. Andere erkannten schnell, dass eine Substanz, die fähig war, der Erde Granit zu entreißen, auch Burgmauern vernichten könnte. Manche dachten sogar darüber nach, sie direkt in der Schlacht einzusetzen. Ich verstehe. Was geschah also mit Alfreds Entdeckung? Magier haben verhindert, dass sie verbreitet wurde. Alfred beging Selbstmord und sein Labor brannte nieder. Okay, gut. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Habt ihr die magischen Sturm gesehen? Okay. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt drei Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand, was zu übermäßiger Aggressivität führt. Okay, und das zweite Stadium? Und ich glaube, mit Shax & Fidget sollte es auch in Ordnung sein. Tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur einer unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Okay, cool. Das bedeutet also, unser Haar war nicht immer so. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Okay, gut, dann wäre das letzte Ziel. Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja, ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog, stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten. Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch.
Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Okay, gut. Was kann ich also für meinen Trank benutzen? Das wissen wir ja mit den Tränken. Das weiß ich eigentlich gut. Wir unterhalten uns später. Wir unterhalten uns später. Alles klar, gut. Dann haben wir mit dem ja einen Plausch geführt. Ich weiß, manche wird es vielleicht nerven, dass wir so viel quatschen, aber es ist halt einfach wichtig. Und es interessiert mich persönlich auch. So, mit wem haben wir denn neulich gesprochen? Mit Vesemir. Wie kann ich helfen? Nee, Kollege, mit dir hat schon gesprochen. Wir unterhalten uns später. Er ist mir doch glatt im Weg gewesen. Hier. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Okay, das ist natürlich sehr nett. Lambert hat mir die Formel gegeben. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Alles klar. Cool. Wir haben eine Rüstung an. Unsere erste. Jetzt wirken wir doch auch gleich viel Hexer-ähnlicher. Aber ich war noch nicht fertig. Ja? Ich möchte nämlich noch gerne wissen, ob es weitere Hexer gibt. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende, ja, werden wir schon nicht, deswegen frage ich das erst gar nicht. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Okay, warum ist er nicht hier? Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Okay, darf ich euch etwas fragen? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Ihr hattet erwähnt, dass ihr Cameron scheinbar verteidigt habt. Okay, gut. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Okay. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. So. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Okay, gut, aber eine Sache haben wir hier noch, die wir fragen können. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Die letzte Sache nämlich. Habt ihr Ahnung, wer die Angreifer waren? Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen.
Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Okay, gut, wir unterhalten uns später. Wir unterhalten uns später. So, alles klar, gut, ich weiß, wir haben jetzt ziemlich viel gequatscht. Wie sie mir erwähnte, einen weiteren Bewohner von Kaer Morhen, den Hexer Berengar. Gut, wir haben viel gequatscht, ich weiß, aber es muss halt einfach sein. Und naja, auf jeden Fall war ich hinten, glaube ich, auch noch jemand. Weil dadurch, das ist ja eigentlich auch eine Quest, die wir gerade erfüllen in dem Sinne. Weil ich glaube, die haben wir ja immer noch, die Quest. Berengar. Okay, von dem weiß man nichts. Der Professor, Eskel, geheimnisvoller Magier, Lambert, Leo, Trismerigold und Vesemir. Gut, könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr wollt. Quests. Genau, ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissen, dass mit den anderen alles in Ordnung ist. Typ primäre Quest, aber ich glaube, das wird nach einer Zeit eh abgeschlossen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, ein Trank für Triss. Genau, das müssen wir jetzt machen. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Karte. Wir müssen nach da, genau. Hier gibt es also momentan nichts mehr zu tun. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die Steuerung war. Auf Q hatten wir unser Silberschwert und konnten da auch die Kampfstile durchwechseln. Auf E hätten wir unser Silberschwert. Auf R haben wir dann unsere Axt. Und auf U hätten wir unseren Dolch, soweit ich jetzt das noch in Erinnerung habe. Genau, gut. Damit wissen wir das ja noch. Außenbereich von Kaer Morhen. Und manchmal liebe ich diese Dialogszene. Ich finde die Dialogszene, ich finde die einfach toll, wie sie gemacht sind. Ich weiß nicht, ich mag das einfach. So, natürlich steckt er den Dolch wieder nicht weg. Hurra. Gut, hier müssen die doch gekämpft haben. Genau. Ich kann euch auch mal sagen, was passiert wäre, wenn wir gegen den gekämpft hätten. Dann hätten wir hier immer diese Glocken aktivieren müssen, damit der sozusagen verletzt wird, weil der ja laute Geräusche nicht mag. Okay, gut, jetzt müssen wir hier erstmal alles rausholen, was der hatte. Jetzt müssen wir meditieren. Mit Leertaste kann ich wieder das Spiel unterbrechen. Jetzt muss ich gerade schauen. Meditation unter... Warte, ich schau mal kurz nach, worunter wir Meditation vielleicht als Schnellsache bekommen. Dann muss ich das nicht immer so machen. Inventar, Alchemie mit L. Ich weiß jetzt nicht, ob Alchemie sowas wie... Nee, ich glaube nicht. Na gut, gehen wir mal jetzt, was gehen wir denn jetzt? Wir gehen mal ins Inventar. So, mein Kater kreischt auch wieder. Der ist momentan eh ein bisschen komisch drauf. Gut, Alchemie. So, der muss jetzt auch erstmal aufhören. Also, boah, es nervt jetzt gerade richtig. Jetzt überlege ich gerade. Ich hasse es an meinem Kater. Ich hasse es wirklich so sehr. Es nervt ihn in den Aufnahmen einfach nur. So. Jetzt muss ich gerade schauen. Jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen. Wie können wir denn jetzt meditieren? Jetzt überlege ich. Alchemie-Rucksack. Wie konnte man denn nochmal meditieren? Ach, das sind unsere Eigenschaften. Stimmt, wir waren hier auch noch gar nicht drin, um zu schauen, was wir eigentlich alles machen können. Cool. Habe ich jetzt einen Skillpunkt gesetzt? Nee, oder? Ich überlege jetzt gerade, ich bin noch ein bisschen ratlos. Skillen wollte ich eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe aber nichts geskillt. Nee, die Sachen sind die normalen, die man hat. Ich glaube, skillen können wir noch gar nicht. Sorry, ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, tut mir leid. Ja gut, was stand denn jetzt in der Quest eigentlich drin? Ich sollte, wie es mir sucht, meditieren und den Trank zubereiten. Ja genau, wie kann ich denn jetzt nochmal meditieren? Ach, wie war das denn jetzt nochmal? Wie ging denn jetzt nochmal diese blöde Meditation? Kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt nicht mehr weiß. Option, ich schaue jetzt nochmal schnell. Stahlschwert, Waffe, bla 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 bla. Inventar, Held, Karte, Tagebuch, Alchemie. Ja, kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie wir meditieren.
Oder können wir das nur, wenn wir bei Vesemir sind? Wahrscheinlich schon. Weil nur da gab es ja diese Option, ich ruhe mich etwas aus. Das heißt, wir müssen anscheinend dann erst zu ihm zurück. Und warum tut mein Charakter nicht einfach mal seine blöde Waffe weg? Ich finde das so zu ätzend. So, Vesemir, komm mal her. Ich will dich aber nicht angreifen. Ja? Gut, jetzt hier. Ich ruhe mich ein bisschen aus und bereite mich vor. Genau. Können wir anscheinend nur bei dem momentan. Okay. Genau, und jetzt haben wir hier Alchemie. Wählt die Formel, die als Triss-Heiltrank markiert ist, um automatische Zutaten in die Fiole zu geben, Blabi. Ein Trank für Triss. Haben wir jetzt alles oder nicht? Weil das so rot markiert ist. Doch, wir haben alles. Mission. Doch, wir haben doch Calcium Equim, Schöllkraut und Furchtbringerklaue. Das war doch das, was wir benötigt haben, oder? Doch, müsste es sein. Mission. Super. Okay, damit haben wir es geschafft. Meditieren brauche ich zwar jetzt nicht wirklich, aber okay. Meditieren wir halt eine Stunde. Nun denn, würde ich sagen, bringen wir den Trank doch jetzt mal schleunigst zu Triss. Damit die auch wieder auf den Beinen ist. Und ich denke mal genau, wenn wir mit Triss gesprochen haben, dann wird vielleicht die Quest aktualisiert, von wegen, dass wir uns vergewissert haben, dass es allen gut geht. Das kann natürlich sein. Auf den Gedanken bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ich denke mal, das wird es aber sein. Und hier bin ich völlig falsch, dass wir uns natürlich bei ihr auch vergewissern, dass es ihr gut geht. Das ist ja auch ziemlich wichtig. Und jetzt bin ich gerade... Okay, hier müssen wir rein. Ja, du darfst die Küchentüre auch öffnen. Oh ja. Diese Option, wie das jetzt lief. genau, jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt... Wahrscheinlich liegt sie jetzt in ihrem oberen Stockwerk. Da war sie ja vorher nicht. Oder? Nee, nicht Zimmer. Genau, Treppe zu Triss Zimmer, da war es doch. So. Nee, es war nicht Triss Zimmer. Hier mussten wir jetzt, glaube ich, runter, ne? Nee, oder an hier hoch mussten wir, genau. Genau. Ah, und jetzt liegt... Ah, okay, jetzt liegt Triss auch im Bett. Hallo, Triss. Okay, Doppelklick auf Heiltrank. Hier, ich habe etwas für euch. Jetzt wählen wir mal den Heiltrank aus. Und geben ihr das. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, "Sterb mir bloß nicht weg, Marigold." Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Okay, gut. So. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Natürlich bleibe ich noch was bei dir. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich, ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld, ihr habt uns geholfen. Jeder macht Fehler. Nein, es ist auch nicht ihre Schuld gewesen. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben.
was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Okay, gut. Geralt lässt immer nichts anbrennen. Kaum den Heiltrank genommen. Und da bekommen wir eine schöne Karte von der guten Triss. Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir, wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr, außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Ja, das möchte ich doch sehr. Aber das werden wir erst machen. Ich muss etwas erleben. Wenn wir diesen Part Bennett haben. Ich komme wieder und hole euch ab, wenn ich fertig bin. Gut, mit der guten Triss sprechen wir später. Okay, ihr sollt entweder mit Triss oder mit Wesemir reden, um dann zur Beerdigung zu gehen. Gut, ja, ich werde auf jeden Fall mit der Triss reden. Die ist mir wesentlich sympathischer. Und nicht nur, weil sie eine Frau ist. Gut, und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Super. Ja, das werden wir bei alles dann erst im nächsten Part machen. Bis dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es tut mir leid für meine kreischende Katze. Es tut mir leid für Shakes and Fidget. Wird alles im nächsten Part nicht mehr vorkommen. Ja, das war also so ein kleiner Mischmasch-Fail-Part. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.